Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In meinem heutigen Video machen wir eine sehr, sehr leckere und fruchtige Torte, beziehungsweise eigentlich ist es ein Dessert, denn ich zeige euch heute, wie ich eine Pavlova herstelle. Eine Pavlova besteht aus einem Eiweißboden, beziehungsweise in meinem Rezept sind es zwei Eiweißböden. Das Ganze ist gefüllt mit Sahne und mit frischen Früchten. Ich zeige euch jetzt die Zutaten, die ihr für den Eiweißboden benötigt. Ich habe hier jetzt stehen 6 Eiweiße der Größe M. Diese haben schon Zimmertemperatur, die habe ich mir schon vor etwa 2 Stunden aus dem Kühlschrank genommen. Und ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr die Eier trennt, hier darf auf keinen Fall Eigelb mit hineingeraten, denn ansonsten lässt sich der Eischnee nicht richtig aufschlagen. Dann brauchen wir 3 Teelöffel Speisestärke, 1,5 Teelöffel Essig. Ich habe hier ganz normalen Haushaltsessig genommen und die wollte ich euch mal zeigen. Ich nehme hier ganz gerne zum Abmessen hier das Löffelmaß, das habe ich mir hier von Wilton gekauft. Hier ist von 1/8 Teelöffel bis 1 Esslöffel mit dabei. Und da ist man auf jeden Fall immer auf sicherer Seite, wenn Löffelmaße angegeben sind, sodass ich auch immer die richtige Menge parat habe. Dann brauchen wir eine Prise Salz, 350 Gramm Zucker und wir benötigen das Mark einer Vanilleschote oder, wie ich verwende, 1 Teelöffel Vanillepaste. Wir geben als allererstes das Eiweiß in eine richtig saubere Rührschüssel, geben hier noch die Prise Salz dazu. Dieses lassen wir nun etwa eine halbe bis eine Minute anschlagen, bevor der Zucker in 2 Portionen dazugegeben wird und auch das Mark der Vanilleschote, beziehungsweise ich verwende ja hier eine Vanillepaste. Hier gebe ich einen Teelöffel dann noch dazu. Das Eiweiß muss nun richtig schön aufgeschlagen werden. Das dauert etwa mit der KitchenAid 6 bis 7 Minuten, bevor ihr dann noch die Speisestärke dazugebt. Wenn ihr das Ganze mit einem Handrührer rührt, dauert es erheblich länger, aber ihr könnt euch danach richten, denn ihr solltet eine richtig schöne, steife und glänzende Masse, so wie ihr das jetzt hier seht, erhalten. Hier kommt nun noch der Essig dazu und wird mit einem Teigschaber untergehoben. In der Zwischenzeit könnt ihr auch schon mal den Backofen auf 150 Grad Umluft vorheizen. Ich habe jetzt hier einen verstellbaren Tortenrahmen, den ich mir auf 24 cm gestellt habe. Zum Backen benötigen wir allerdings keinen Tortenrahmen. Ich nehme den hier nur als Schablone, nehme mir jetzt hier einen Backpapierstreifen und male mir hier diesen Kreis drauf. Das mache ich auch noch bei einem zweiten Backpapier. Und drehe dann das Backpapier rum. Gebe das auf ein Backblech und hier kommt jetzt die Eiweißmasse drauf. Durch den Bleistiftring, den ich jetzt auch hier durchsehe, kann ich mich richtig schön orientieren, sodass ich auch 2 schöne, gleichmäßig runde Eiweißböden auch hinbekomme. Mit einer Winkelpalette streicht ihr das Ganze schön glatt. Dann lasst ihr die Böden etwa 10 Minuten antrocknen, bevor sie 40 Minuten in den Ofen kommen und dort trocknen.
Ende der Trocknungszeit stellt ihr einfach den Ofen aus und klemmt einen Kochlöffel dazwischen und so lasst ihr eure Böden auskühlen. Wenn die Eiweißböden nun vollständig im Ofen ausgekühlt sind, dann könnt ihr auch direkt schon ans Befüllen gehen, beziehungsweise erstmal die Sahne steif schlagen und das Ganze dann mit dem Obst befüllen und natürlich auch dekorieren. Ich habe jetzt hier schon mal meine vorbereiteten Früchte stehen. Ich habe insgesamt 700 Gramm und zwar nehme ich heute rote Johannisbeeren. Die habe ich hier auch mir noch mal ein paar am Stiel gelassen, weil die sehen nachher ganz hübsch aus, wenn man sie dekoriert. Ich habe hier Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren und hier habe ich noch ein paar Physalis. Ihr könnt natürlich bei der Wahl des Obstes hier freien Lauf lassen. Ihr könnt das nehmen, was ihr aktuell auch im Supermarkt findet. Allerdings ist es so, bei Ananas, Kiwi und Papaya, da solltet ihr lieber drauf verzichten, da wir hier in diesen drei Früchten Enzyme drin haben, die das Eiweiß aufspalten in dem Milchprodukt und das Ganze kommt ja mit Sahne in Verbindung und das gibt den bitteren Geschmack. Also auf diese drei Sachen, Ananas, Kiwi und Papaya, solltet ihr hierbei drauf verzichten. Ansonsten könnt ihr sehr variabel sein und das nehmen, was euch natürlich auch schmeckt. Dann brauchen wir natürlich auch noch die Sahne. Ich habe hier 400 Milliliter eiskalte Sahne. Dann habe ich 4 Teelöffel Sanapat. Und auch hier nehmen wir nochmal einen Teelöffel von dem Vanillemark. Alternativ könnt ihr natürlich auch das Mark einer Vanilleschote verwenden. Ich gebe jetzt alles wieder in meinen Mixtopf und lasse die Sahne mit dem Sanapat und meinem Vanilleextrakt steif schlagen. Meine Eiweißböden waren jetzt noch 1,5 Stunden im Backofen. Jetzt sind sie richtig schön abgekühlt und mit einem Tortenretter habe ich mir jetzt den ersten von dem Backpapier gelöst, gebe den direkt auf meinen Tortenteller und bestreiche ihn mit der Hälfte der Sahne und gebe ungefähr die Hälfte der Früchte hier drauf. Dann wird das Ganze mit dem zweiten Eiweißboden bedeckt und ihr wiederholt das Ganze noch einmal. Das heißt, ihr gebt die restliche Sahne drauf und verteilt eure restlichen Früchte so, wie ihr das gerne möchtet, wie euch das gefällt. Zum Servieren habe ich zum Schluss noch etwas Puderzucker drüber gestäubt. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr es mal nachmachen möchtet, ihr findet das auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de, den ich euch natürlich auch in die Infobox verlinke. Ich kann es euch nur empfehlen, hier für frische Früchte zu verwenden und kein Tiefkühlobst oder Dosenobst, weil die einfach viel zu feucht sind. Das Ganze läuft aus und lässt eure Pavlova nur matschig werden. Am leckersten ist sie auch wirklich, wenn sie frisch verzehrt wird, aber es ist auch kein Problem, wenn ihr sie im Kühlschrank für den nächsten Tag noch aufbewahrt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss!